Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Stretching Tutorial hier bei Crazy Sports Augsburg mit mir Nadine Rebel. Heute geht es um die Hüftadduktion im Stehen. Wenn ihr jetzt meint, eine Dehnung für die Hüfte, die ist mit dabei. Tatsächlich dehnt es richtig stark unseren Po und die sieht folgendermaßen aus. Natürlich brauchen wir zwei Seiten, die andere zeige ich euch gleich auch und erkläre ein bisschen was dazu. Wichtig ist, dass ihr was zum Festhalten habt. Wenn ihr nach unten kommt, merkt ihr, die Schwerkraft tut ihr Übriges und es zieht ganz schön. Da müsst ihr genügend Kraft in den Armen haben, damit ihr nicht ungewollt früher runterkommt, als ihr könnt und eure Sehnen und Bänder dann nicht mitmachen. Das ist ganz wichtig. Ihr braucht was zum Festhalten, wo ihr nicht abrutscht. Könnt ihr mit der Ballettstange machen oder auch an der Sprossenwand. Ich zeige es euch jetzt von der anderen Seite. Wir stehen neben der Sprossenwand oder hier bei der Ballettstange komplett gerade, so dass der Arm fast ausgestreckt ist, dass wir hier Abstand haben und beginnen mit unserem äußeren Bein. Das äußere Bein geht nach außen. Ihr merkt, da knicke ich das innere Bein schon ab. Das darf auch sein, es soll auch sein. Und jetzt lege ich das äußere Bein, wie wenn wir Damen die Beine übereinander schlagen, über mein noch Standbein. Jetzt komme ich mit dem Fuß hier runter. Und ihr merkt, so hätte ich keine Auflagefläche. Das heißt, ich gehe tief, sodass der Fuß abgesetzt ist und schiebe jetzt mein inneres Bein nach außen. Jetzt merkt ihr, was der Körper ganz gerne möchte. Ich zeige es euch nachher nochmal auf der anderen Seite. Er möchte nach vorne, weil es dann leichter auszuhalten ist. Und wir möchten uns jetzt hier gerade halten und tief absetzen. Und dann merkt ihr das auch sauber im Po, sodass ihr hier nach unten kommt. Vorsichtig lösen. Lasst euch Zeit. Nicht zu schnell. Ich stehe. Ich habe hier den Abstand. Stehe schön aufrecht. Ich beginne mit meinem äußeren Bein. Das äußere Bein macht einen Kreis, legt sich auf das andere Bein drauf. Jetzt wollen wir mit dem Bein, mit dem Fuß, der in der Luft ist, auf den Boden merken, um mit der gesamten Fußsohle nach unten zu kommen, müssen wir tiefer, setzen den Fuß ab und schieben das andere Bein nach außen. Und setzen uns hier richtig tief. Haltet euch gut fest. Es sieht ein bisschen gruselig aus. Ich komme langsam wieder raus. Und zwar eigentlich für das lange Bein. Aber ihr merkt es hier an der Po-Seite vom angewinkelten Bein. Nochmal zum Abschluss. Ich beginne, schiebe das hier rüber, halte mich fest, setze das Bein ab, schiebe das andere nach außen. Und jetzt dem Impuls nicht nachgeben, so, jo, so geht's, ja, sondern wirklich hier nach hinten absetzen, sauber halten und ihr merkt es in dieser Seite. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!